Mal eine Kooperation mit der Heidner Region zusammengebracht zu haben. Und das verdanken wir an Herrn Dr. Linzbauer, der eigentlich auf mich zugekommen ist mit der Idee, wäre es denn nicht möglich, ein Konzert in geteilter Manier, das heißt halb Salon, halb Kapelle zu bespielen. Und die Programmredaktion hat auch Michael Linzbauer übernommen und hat den Vorschlag gemacht, dass wir im ersten Teil auch ein bisschen einen Jahresregenten, den Samuel Barber, gerecht werden. Somit hat meine Frau also ein Nocturne von Samuel Barber gespielt. Eine kleine Debussy-Brücke war für mich notwendig, um zu Haydn hinüberzukommen, um ein bisschen quasi improvisando in diese Musik, in diese Kleinode der kleinen Sonaten einzutauchen. Und am Ende war dann die Sonate, die ja, Genzinger Sonate heißt sie, Sonate in S-Dur, Hauptbuchverzeichnis römisch 16, Nummer 49. Und das war jetzt einmal ein sehr stimmungsvoller erster Teil und jetzt sind wir in hoher Erwartungshaltung, was wir dann in der Kapelle mit dem Cellini-Quartett und mit Anna Rossati noch erleben werden. Also ich freue mich schon richtig auf das Konzert heute Abend. Und die Heidenlieder, ich kannte sie vorher noch nicht und sie sind wirklich wunderschön und ich freue mich sehr, sie in dieser Kapelle heute singen zu dürfen mit dem wunderbaren Cellini-Quartett.